geht ab, meine lieben Freunde, euer hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie Vice Versa. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit Folge Nummer 2. Die letzte Folge kam ja vor circa 2 Wochen an und da habe ich in meinem ersten Spiel gegen Stylo gespielt. Ich hoffe, ihr kennt alle noch die Regeln soweit. Für diejenigen, die das Regelwerk noch nicht so kennen, die können sich gerne die erste Folge nochmal anschauen. Beziehungsweise ich sage euch jetzt nochmal kurz das Wichtigste eigentlich. Und zwar, bei der Serie geht's darum, dass ihr Zuschauer da draußen immer 2 Spieler von meinem Gegner snipen könnt, die er dann austauschen muss mit Spielern, die maximal 100k wert sind und dieselbe Nation haben. Und genau das hat mein heutiger Gegner auch gemacht. Das ist nämlich Cody. Und der hat mein Team, was ihr gerade hier im Hintergrund seht, auf seiner Twitter-Seite, glaube ich, gepostet gehabt. Und da haben die Leute dann 2 Spieler rausgewählt, also die Mehrheit. Und ich sage euch mal, welche Spieler das waren. Und zwar haben diejenigen, das bleibt auch immer so, Leute, zum Beispiel in der ersten Folge hatte ich ja mein komplettes Team gehabt. Da war zum Beispiel, könnt ihr auf der Bank sehen, De Gea war ja für diesen Asenio drinne, die wurden gesniped und Ferdinand war drinne für diesen Stones. Und da muss man sich halt immer Spieler raussuchen, die aus derselben Nationalität kommen und maximal 100.000 Münzen kosten und die volle Chemie noch erreichen, beziehungsweise 7 Chemie, das ist das Wichtigste. Und ja, in der heutigen Folge, da wurde mir leider mein Stürmer weggesniped, nämlich hier der gute alte Mbappé. Ich zeige euch mal eben, wen ich mir dafür geholt habe, und zwar Antoine Griezmann ist, denke ich mal, eine gute Alternative für Mbappé. Und dann wurde mir noch der gute alte Petit weggesniped, Leute. Aber da habe ich auch einen ganz guten Spieler gefunden, und zwar ist das hier Sissoko Birthday Card. Der hat krasse Werte, Alter. 86 Tempo, 86 Physis. Den packen wir mal hier rein. Und das ist jetzt mein Team, Leute. Und so wird das auch für die nächste Folge bleiben, und da dürfen dann wieder 2 Spieler weggesniped werden. Also das Team wird von Folge zu Folge immer schlechter. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die Gruppenphase überstehen werde, Leute. Es ist auf jeden Fall echt ein sehr schwieriges Turnier. Ich wollte mich einfach mal mit den krassen E-Sportlern hier messen, ob ich da ein bisschen mithalten kann. Aber ja, sieht momentan leider ein bisschen schlecht aus. Aber ja, was soll man machen, Leute? So sammelt man seine Erfahrungen, so wird man besser, indem man gegen gute Gegner spielt. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Und wenn ich hier auch als Letzter rausgehe aus der Gruppe, ist mir das im Endeffekt egal. Man nimmt seine Erfahrungen mit. Und das ist das Wichtigste. Genau, falls ihr euch fragt, wo ich hier gerade bin, ich bin bei meiner Freundin in Berlin. Das Blöde ist, dass sie leider die PlayStation mit WLAN verbunden hat. Also es kann sein, dass das Spiel ab und zu ein bisschen ruckeln und laggen wird. Ich weiß, sind nicht die optimalsten Verhältnisse zum Zocken, aber ja, ich muss das jetzt bringen, Leute, sonst wird das immer später und später. Und ja, wir schauen einfach mal, was uns da erwarten wird. Hier im Hintergrund könnt ihr das Team von Cody sehen. Das ist ein aktuelles Team. Dort habt ihr die Möglichkeit gehabt, auf Instagram 2 Spieler rauszuwählen. Deshalb folgt mir alle auf Instagram, weil dort werde ich immer diese Abstimmung machen. Und dann gucken wir mal, welche 2 Spieler ihr ihm weggesniped hat und welche er für diese Position ersetzt hat. Dann würde ich sagen, Freunde, let's go. So, Leute, da haben wir den Cody direkt am Start. Mal gucken, was er sich für 2 Ersatzspieler ausgewählt hat. Ich habe ja bei ihm seinen Ramos Team of the Year gesniped und seinen 95er Neymar. Und jetzt schauen wir uns mal, welche Spieler er für diese 2 Positionen Ersatz gebracht hat. Es muss ja dieselbe Nationalität sein. Oh, Coutinho in Form hat er hier. Und er hat Nacho von Real Madrid in Form. Eieiei. Aber man sieht, die Teams werden immer schlechter und schlechter. Und würde ich sagen, Freunde, starten wir rein mit dem Hinspiel gegen Cody, der Finisher vom FC Basel. Und let's go. Boah, Alter. Digga, was ist das denn, Alter? Jawohl, Griezmann. Ey. Komm, Griezmann. Jawohl, komm, let's go. Boah, dass der da so rangeht, Mann. Guck mal, was ist das denn, Alter? Wie kommt der Ball da zu dem? Oh, komm. Ah. Oh, wie eng das hier bei dem ist, Leute. Komm, jetzt mal vielleicht. Mann, der kommt, der wohl, jetzt kommt er, da kommt er, das schießt doch. Ey, ich hab auf Schießen gedrückt. Guck mal, wie der wechselt nicht den Spieler, Leute. Ey, das ist unglaublich, Alter. Jawohl, komm, Pogba. Jetzt auf Griezmann. Guck mal, was für ein Pass, Leute. Das macht doch keinen Spaß, sowas. Jawohl, guck mal jetzt da oben. Jawohl, komm. Ey. Jawohl, sehr stark. Guck mal. Guck mal, was die da macht. Komm, Pogba.
Jawohl. Ja, Freunde, wir verlieren das Spiel hier mit 4:2. Leider ein bisschen blöd ausgegangen, aber was soll man machen? Der Cody hat auf jeden Fall sehr gut gespielt, hat auch verdient gewonnen, muss man offen ehrlich sagen, Leute. Damit sind wir wahrscheinlich auch schon aus dem Turnier ausgeschieden, denn es kommen nur die ersten zwei der Gruppe weiter. Ich habe ja bisher immer noch 0 Punkte. Jetzt gibt es aber auf jeden Fall noch das Rückspiel bei Cody auf dem Kanal. Cody ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er spielt ja nicht umsonst für FC Basel. Und ja, Freunde, wir sehen uns dann bei der Revanche wieder. Checkt alle den Link in der Videobeschreibung aus. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ärger mich ein bisschen, Alter. Ihr kennt mich ja, Mann. Immer ich verliere, das fuckt mich ab. Aber ist auf jeden Fall verdient gewesen, Leute. Kann man nichts sagen. Ich muss an mir arbeiten. Die nächsten FIFA-Monate, vor allem FIFA 19 am Start, direkt durchziehen. Und dann gucken wir mal, wie ich das entwickeln werde. Ich bin momentan halt auch nicht in so einer guten Form. Ist halt einfach so. Bin nicht so zufrieden mit mir. Aber das wird alles noch werden, Leute. Wir müssen mehr trainieren. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim Rückspiel wieder. Haut rein und ciao.